Boah, sogar mit Hund, die standen keine 10 Meter von mir weg. Aber ich habe jetzt gerade draußen jemanden langlaufen sehen. Fuck. Ja, der geht hier hoch. Heute sind wir mal eine etwas größere Truppe. Wir schauen uns ein richtig interessantes Gelände an. Es stammt noch aus der DDR-Zeit. Und wir werden hier noch ein paar Relikte finden. Vielleicht sogar ein paar alte Gasmasken. Darf ich schon was dazu sagen? Gerne, gerne. Ich habe gehört, dass Karin Ritter hier ihre erste Zigarette gestopft hat. Ja. Guck mal, so lernt ihr sogar noch ein bisschen was dabei. Ja, aber du hast nicht mal einen Zaun drin. So, also falls wir erwischt werden, ich will nur mal darauf hinweisen, die Verkehrssicherungspflicht ist nicht gegeben. Das ist unser Beweis. Kein Zaun da. Ja. Macht euch doch nicht die Arbeit, Jungs. Welche Arbeit? Einfach durch. Das ist, weil Lenz und ich so rank und schlank sind, konnten wir dazwischen durch im Gegensatz zu euch. Vielleicht müssen wir doch ein bisschen aufpassen, nicht, dass es doch irgendwie was mit Sicherheit zu tun hat, weil hier fährt echt nur ab und zu jemand lang. Was ich an solchen Geländen ja immer feiere, dass das so ein postapokalyptisches Flair gibt. Mann. Geisterstadtmäßig. Ja. Ich bin echt gespannt, was uns erwartet. Das Coole ist immer, wenn man solche alten Gelände betritt, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen, ein bisschen vorzustellen, wie das hier früher mal aussah. Wofür wurde das Gebäude genutzt? Wie war das hier zu Betriebszeiten? Und hier erkennt man halt wieder richtig schön, wie lange dieses Gelände eigentlich leer steht. Was schätzt ihr, wie alt ist dieser Baum? Also ich würde dem locker 30 Jahre geben. Ungefähr zu der Zeit war ja auch die Wende. Also, wenn wir jetzt hier noch richtig was an Einrichtungen finden, boah, Chapeau, Hut ab. Hier sind wir jetzt an dem ersten Haus angekommen. Ist natürlich schon durch den natürlichen Verfall extrem gezeichnet. Ich gehe davon aus, dass das hier vielleicht mal für die Verwaltung gedacht war. Sogar noch so ein alter Linoleumboden oder sowas. Viele Scherben, ein paar Lampenteile. Ich hätte mir mehr erhofft, aber dafür sollen die anderen Sachen noch richtig vielversprechend sein. Die erste Produktionshalle. Ich kann euch gerade noch gar nicht sagen, was hier mal produziert wurde. Da gucken wir erstmal, ob wir noch weitere Rückstände finden oder auch Anzeichen, die darauf deuten, was hier mal im großen Stil produziert wurde. Also eigentlich wollte ich gerade noch eine cinematische Aufnahme filmen, aber ich habe jetzt gerade draußen jemanden langlaufen sehen. Ich rufe jetzt eben die anderen an. Gott sei Dank haben wir dafür eine Gruppe. Da vorne ist jemand, ne? Da vorne läuft jemand. Germany versucht den gerade so ein bisschen zu beruhigen. Vor allem für so eine Location, die schon so stark verfallen ist. Ich glaube, die
gehen gerade zusammen vom Gelände runter. Wir waren ja gerade noch so am Rumblödeln. Ich warte jetzt erst noch mal ein paar Minuten ab. Da vorne steht das Auto. Boah, ich hoffe, man kann das sehen. Okay, also dadurch, dass ihr es wahrscheinlich nicht sehen könnt, beschreibe ich euch das. Das Auto steht vor dem Gelände. Der Mann, der jetzt gerade die anderen von dem Grundstück eskortiert hat, hat jetzt das Tor geschlossen. Ich habe jetzt hier das Handy in der Hand und warte jetzt mal drauf, was die machen. Ich hoffe, es ist echt schwer, dass die nicht einfach abwarten. Eingespannte Situation. Ich rufe jetzt mal Lenz an. Hallo? Also, ich konnte jetzt gerade nicht viel verstehen. Es klang jetzt so, als wenn die mit dem Besitzer vor dem Grundstück stehen und gerade reden. Schwierig. Ja. Ich glaube, ich sehe mal zu, dass ich hier vom Grundstück komme. Mein Plan ist jetzt, mich erstmal Stück für Stück ranzupirschen, um irgendwie querfeldein rüberzukommen. Ich glaube auch nicht so eine gute Idee. Ich muss eigentlich noch viel weiter nach hinten. Also auch wenn ich jetzt gerade versuche, vom Grundstück zu kommen, hier seht ihr mal ein bisschen was von der Produktion. Hier sind sogar noch Überbleibsel. Ich glaube, das sind so ein paar Filter von Gasmasken, die für die Bevölkerung produziert wurden oder halt auch für Soldaten zum Schutz vor Giftgasangriffen. Sogar noch ein paar alte Stiefel. Vielleicht wurden die hier sogar produziert. Und so eine alte Holzkiste. Wahrscheinlich wurde da mal die Ware drin aufbewahrt und verkauft. Wir stehen auf jeden Fall noch vorm Grundstück. Der Besitzer auch. Ich denke mal, die warten auf das Eintreffen der Polizei. Und bis dahin muss ich auf jeden Fall vom Grundstück runter sein. Riesiges Gelände hier. Früher hätte ich bei solchen Situationen mal die Kamera ausgemacht, um erstmal runterzukommen oder um die Situation zu bewerten. Aber inzwischen denke ich so, genau das sind die Sachen, die ihr sehen wollt. Hier kann ich auf jeden Fall drunter her. Und zack, bin ich nicht mehr kriminell. Also.
Also auch wenn mir das richtig leid um die anderen tut, es ist echt traurig für eine Location, die schon so stark verfallen ist, jetzt so Ärger mit der Polizei zu bekommen. Aber ich feiere es gerade so, dass ich hier wie so ein Ninja mich vom Grundstück entferne, um nach Möglichkeit unbemerkt in Sicherheit zu kommen. Ich kann jetzt erstmal noch ein ganzes Stück hier weiter durch den Wald. Das tut mir so wahnsinnig leid. Für so eine Location lohnt sich das definitiv nicht, eine Anzeige zu kassieren. Ja. Tut mir echt leid. Also an deren Stelle würde ich jetzt einfach gehen, weil was will der Besitzer machen? Der kann die ja nicht festhalten. Aber aus meiner Perspektive ist es immer leichter gesagt als getan. Freunde, kurzes Update. Sorry, wenn es jetzt gerade wackelt. Die anderen sind jetzt quasi durch. Der Eigentümer, Besitzer oder was auch immer hat die jetzt gehen lassen. Ich hole die jetzt ab und dann erfahrt ihr gleich mal, was genau passiert ist. Scheiße. Ey! Neue Kriminellen! Ey, alles leid, das war so! Bam! ey, meine Speicherkarte ist weg. Ich hab die verloren. Nee, jetzt echt. Wir müssen nochmal rauf. Die kommen gleich wieder, die haben den Zaun aufgelassen. Ey, das waren ja so eine Schwätzer, ne? Ich hab mir gedacht, ey, warum geht ihr nicht einfach? Ey, ich hab ganze Zeit hinten schon am Überlegen. Ich warte, ich wollte rennen, ne? Und ich dachte, boah, wenn ich jetzt alleine renne, ist auch scheiße. Und er gleich so zu mir, brauchst gar nicht versuchen. Ich wollte erst durch die Halle irgendwie durch, aber alles da kam nicht durch. Wie so ein Karnickel auf der Straße nachts, weißt du, so. Ja. Und dann kam der Opa schon raus. Ich so, können wir es vielleicht? No, ich ruf die Polizei. Ja. Doch gibt's nicht ruhig zu klären. Ich ruf die Polizei. Hab ich gehört, du sagst so, ja, wir sind doch ganz vernünftige Leute und so. Ich guck so durchs Fenster, seh dich da hinten so knien. Und dann war ja Grantl war dabei. Ne? Da vorne kommt so ein Rechtsanwalt, Schatz, können Sie mit dem klären. Das war der anscheinende Rechtsanwalt. Zu wild. Die wohl dümmste Aktion ever. Einfach nochmal in die Location, wo die gerade erwischt wurden, um noch ein paar Hotspots zu filmen. So dumm. So dumm. Leise wie ein Ninja. Hier wurden jetzt früher die Gasmasken produziert. DDR-Wende, ne? Wahnsinn. Kartons, wo die drin sind, auch alle original verpackt. Was sind das hier? Sieht aus wie so Reinigungstücher. Allerdings alles auf Russisch. Hier sind noch so gefüllte. Boah, was ist das denn? Auch irgendwas gefüllt. Sieht auch aus wie ein Filter irgendwie. Kampfstoff-Nachweisfolie. Ach so, das sind so Folien, wo man vielleicht irgendwelche Rückstände oder so erkennen kann. Und hier haben wir eine der Gasmasken. Alles voll, Leute. Alles. Und noch ganz viele ABC-Handschuhe. Richtig heftig. Berge voll. Hier nochmal eine gut erhaltene Gasmaske. Nicht zu glauben, was hier noch an Wert liegt. Und es schimmelt vor sich her. Okay, das war laut. Ich würde eigentlich gerne mal so einen Karton sehen, wo die Gasmasken gelagert wurden. Noch original verpackt, ist das der Wahnsinn. Das glaubt einem doch kein Mensch, außer wenn man es halt auf Kamera hat. Ach guck mal, in diesen Kisten wurden die Gasmasken gelagert. Die sind alle total verfallen und flatterig. Mich würde echt mal interessieren, was das hier für Dinger sind, diese Fässer. Boah, da guckt euch das an, alles voll.
Ja. Ja. Fuck, okay. Ja, verstehe ich dann. Ja. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Minuten. Ich will ja vernünftige Gasmasken filmen. Gut, bis gleich. So, die anderen haben mich jetzt nochmal vorgewarnt, dass die Personen, von denen die gerade erwischt wurden, auf dem Gelände wohnen. Also ich muss mich beeilen, um euch noch ein bisschen was zu zeigen und dann hier schnellstmöglich abzuhauen. Ich frage mich echt, ob die Dinger ausrangiert wurden oder hier produziert wurden. Auch solche Kisten, die sind ja bei Sammlern richtig beliebt. Kann man sämtliche Sachen drin lagern. Ähnlich wie so ein Werkzeugkoffer. Wahrscheinlich für Krieg oder sowas. Oder für den Militäreinsatz. Einfach so unvernünftig, was ich hier mache. Ist echt interessant zu gucken, was hier so in den ganzen Kisten und Kartons versteckt ist. Guck mal, da sind sogar noch so Regenparker und so. Selbst das. Und hier so Taschen. Ach, das sind bestimmt so Taschen, wo die ganzen Sachen drin waren. Die hat dann jeder Soldat bekommen. Da war alles Notwendige drin. Hier, das sieht noch richtig gut aus. So ein paar Handschuhe, so eine Kartusche und wahrscheinlich so eine Gasmaske. Und das hier ist so ein Parker. Nein, ich bin in die andere Richtung gerannt. Wir wollten dich warnen, aber du bist nicht mehr rangegangen, Junge. Ja, ey, ich stand in der Halle und die kam angefahren. Oh. Junge. Ich konnte mich gerade noch an eine Wand drücken. Oh. Junge. Nein! Ich bin dann straight in die Halle gerannt. Ja. Ihr müsst mich abholen. Mike? Ja! Hast du
Ich schicke euch einen Live-Standort. Ja. Boah, Leute. Ey, die Aktion, ne? Die ist auf jeden Fall ein Abo wert. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst jetzt ein kostenloses Abo da. Oder wenn ihr noch mehr supporten wollt, schließt gerne Kanalmitgliedschaft ab. Boah, jetzt muss ich nur noch hier gerettet werden. Ich schicke den jetzt eben Live-Standort. Boah. Alter, bin ich kaputt. Aber genau sowas, das macht das Hobby für mich aus. Oh, ich liebe diesen Scheiß. Ich hatte schon so lange nicht mehr so einen krassen Adrenalinschub. Ich hoffe, ihr habt es auf der Kamera gesehen. Die standen keine 10 Meter von mir weg. Boah, sogar mit Hund. Boah, Jungs. Boah, ey, so eine krasse Aktion, ne? Alter, ne, wir haben dich gerade angerufen, telefoniert und dann kamen die von hinten angefahren. Ja, ich wollte ganz komisch. Ich bin reingegangen. Wir haben da irgendwie in der Halle mit Kamera. Ja, muss. Weil die haben auch dieselbe Taktik wie vorher gemacht. Der Grantl war, ist links rumgelaufen und der andere ist rechts rumgefahren. Ja. Ich zeig euch das jetzt auf den Aufnahmen. Krank. Echt jetzt? Das ist so krank. Keine Aufnahme geworden, oder? Ja. Leute, wenn ihr weiter Bock auf solche abenteuerlichen Erlebnisse habt, dumme, geisterkranke Dinger, schaut unbedingt bei dieser Playlist hier vorbei. Das sind die ganzen Videos aus der Reihe hier. Und wir sehen uns im nächsten Abenteuer. Bleibt weiterhin hungrig auf Abenteuer. Wir müssen jetzt nochmal an dem Gelände vorbei.